Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Google Drive Tabellen nutzen kannst. Google Drive ist eine Anwendung, die, wie wir hier sehen können, bei Wikipedia, dieser Artikel, die es schon seit 2006 gibt, also seit geraumer Zeit. Google Drive bietet dir mehrere Möglichkeiten, mehrere Anwendungen, die du normalerweise nur von einem PC her kennst, also zum Beispiel Textverarbeitung, Bildschirmpräsentation, Tabellenkalkulation und so weiter. Und in diesen Videos, in dieser Playlist möchte ich dir dann zeigen, wie du die Tabellenkalkulation verwenden kannst. Starten kannst du Google Drive, indem du die entsprechende Internetadresse eingibst und das wäre hier https://drive.google.com. Das heißt, wenn du drive.google.com hier oben eingibst, kommst du zu der Seite, bei der du dich dann zu den Diensten von Google Drive anmelden kannst. Google Drive ist an und für sich kostenlos. Wenn du dir die ersten Schritte anschauen möchtest, was Google nämlich über seinen eigenen Dienst sagt, kannst du hier dann draufklicken und kannst dir dann die entsprechenden Informationen noch genauer durchlesen. Anmeldung über googledrive.com. Wenn ich also das hier eingebe, googledrive.com. Wenn man hier auf diese Seite angelangt ist, kann man, wenn man schon bei Google irgendwo angemeldet ist, eben dann die E-Mail-Adresse eingeben, das Passwort. Und dann anmelden gehen oder eben ein neues Konto erstellen. Wenn man sich dann angemeldet hat, kann man in sehr einfacher Art und Weise dann schon seine erste Tabelle erstellen. Ich zeige dir das jetzt. Ich bin jetzt hier in meinem Account bei Google Drive und möchte jetzt hier also eine neue Tabelle erstellen. Tabellen sind ja die Grundlage von einer Tabellenkalkulation. Ich gehe jetzt hier auf Erstellen und habe dann hier eine Auswahl von Dingen, die ich jetzt in diesem Moment machen kann. Und weil ich ja hier mich mit Tabellen beschäftigen möchte, mit Tabellenkalkulation, wähle ich hier Tabellen. Klicke hier drauf, ist wieder ein neuer Tab geöffnet. Und in diesem Tab, wenn dann alles geladen ist, ich habe sicher nicht die schnellste Internetverbindung, kann ich dann anfangen, hier eine entsprechende, kann ich anfangen, mit Tabellen dann zu arbeiten. Wie das genau ausschaut, wirst du dann in den kommenden Videos dann sehen.